Hallo zusammen. Einer meiner absoluten Lieblingsstyle für den volkstümlichen Bereich ist die Tiroler Polka. Dieser Style ist auch deswegen so gut einsetzbar, weil auf der ersten Variation so ein gerader Marschrhythmus ist und auf der Variation 3 zum Beispiel ein Wechselbass. Man hört aber, dass gerade die Tuba sehr scharf klingt. Das ist eine Oberkrainer Tuba. Und da hatten schon einige Musikantenfreunde mir geschrieben, nun, wenn man einen Marsch spielt, würde eine etwas weichere Tuba besser klingen. Auch das Akkordeon hat mit einer Marschmusik, wenn man das spielen will, nichts zu tun. Nun, das ist ganz einfach zu ändern. Ich gehe mit der Taste Track Selektion auf die zweite Seite. Hier sehe ich meine Rhythmusspuren, die Akkompspur 3 und 4 schalte ich stumm und auf Akkomp 5, da ist meine Oberkrainer Tuba. Ich tippe auf das Instrumentensymbol und wähle mir in der Werksabteilung unter Blech Solo ganz einfach die Tuba Musikant 1 aus. Schon klingt die Tuba wesentlich weicher. Das Akkordeon stört allerdings. Ich halte einmal die Spur Solo. Und da höre ich rhythmische Einwürfe. Ich tippe das Instrumentensymbol an und wechsle in die Abteilung Blechensemble und hier nehme ich einmal ein Posaunenensemble. Das kann man sicherlich für die Blasmusik sehr gut verwenden, allerdings klingt das etwas hoch. Auch das ist kein Problem. Über die Taste Menü gehe ich in den Mixer. Und hier unten auf den Registerreiter Tuning und auf Akkomp 1 ist ja jetzt mein Posaunenorchester und hier gehe ich in der Oktavreihe hin und mache minus 1. Das würde schon ganz gut klingen. So, jetzt machen wir die Solo-Funktion aus. Das passt. Ich habe jetzt gerade das Posaunenensemble etwas lauter gemacht. Und jetzt meine Hörproben mit dem angepassten Style. Ihr habt jetzt gerade nach dem ersten Demo gehört, dass ich mit der linken Hand Trompeteneinwürfe gemacht habe. Hier habe ich das Volumepedal eingesetzt. Ich habe die Volumefunktion, also die Lautstärkefunktion, ausschließlich auf die linke Hand gelegt. Das funktioniert über die Taste Menü. Und hier gehe ich in das Keyboard Ensemble. Die unterste Reihe ist Expression, Pedal,
Der Haken ist jetzt nur bei Lower gesetzt, das heißt nur für die linke Hand. Damit ist es mir möglich, mit dem Lautstärkepedal Gas zu geben, wenn man die linke Hand hören soll. Und ich nehme das Volumenpedal zurück, wenn die linke Seite stumm sein soll. Und hier die zweite Hörprobe, regimentsgroß.